Schaume. Tut mir leid. Was tut dir leid? Na, siehst du doch. Mann ist gefallen. 5 Punkte. Und Deutsche Bank? Deutsche Bank? Ja, Moment noch, Herr Schulz. Moment. Entwickelt sich prächtig. Schon wieder 3 Punkte. Ach, herrje. Was soll das heißen? Ich habe Deutsche Bank verkauft. Oma! Ich habe gesagt, Bankwerte halten. Halten! Moment noch, Herr Schulz. Ja, sonst hätte ich mir die Mannesmann nicht leisten können. Da nimmt man einen Kredit auf. Ich habe 65 Jahre lang keine Schulden gemacht. Da werde ich nicht dir zuliebe noch damit anfangen. Das nennt man nicht Schulden. Das ist ein Hebeleffekt. Kredit ist Kredit. Was machen denn übrigens deine Aktien? Kleine Großkorrekturen. Das heißt, sie fallen. Fallen wäre zu Hause. Kann man mal erfahren, wann dieses Dauergespräch da oben beendet ist? Vielleicht wollen andere Leute hier auch noch mal telefonieren. Mami, das ist hier wichtig. Der Markt ist im Moment etwas... turbulent. Jawohl. Sagen wir unentschieden. Mutter, wenn du Moritz nicht immer bei diesen Spielchen unterstützen würdest, dann setzt er längst mal seinen Schularbeiten. Und du kümmerst dich vielleicht mal um kleine Kurskorrekturen in deinem Zeugnis, ja? Das wäre nicht so schlau. Kurskorrekturen sind nämlich immer so ein bisschen so. Du weißt doch genau, was ich meine. Jetzt gib endlich die Leitung frei. Deine Mutter versteht nichts von der Wirtschaft. Das hast du von mir. Und was machen wir jetzt? Ja, also ich erstmal nichts. Ich warte ab. Herr Schulz, da bin ich wieder. Ich würde sagen, 50 Stück Optionsscheine Deutsche Bank Luxemburg 9%. Was hast du denn auf dem Mädchenklo hier zu suchen? Das ist ja wohl das Letzte. Aber ich wollte nur was überprüfen. Sag mal, zieht ihr da manchmal eine Packung oder nehmt ihr die Pille? Moritz, aber das geht dich einen feuchten Dreck und dann geht's raus hier. Aber ich wollte nur wissen, ach, vergiss es. So eine Sau. Meinst du, er ist entspannt? Ich hab mal gehört, dass er das Ding hier aufgehängt hat. Wirklich? Warum macht er sowas? Hallo, Moritz. Hier steckst du. Hogwarts. Das heißt nur Brenzel, Luigi. Ich brauche meinen Anteil aus dem Kondomautomaten. Oh, ist nicht viel verkauft. 9 Billy Boy, 5x3 und 10 Franc. In einem Monat? Mhm. Und keine Blausiegel? Ist zu teuer. Nur 5 Stück drin. Aber Qualität. Hier sind fast 1000 Schüler. Die Hälfte davon geschlechtsreif. Wir verkaufen ganze 24 Packungen Präservative. Mädchen nehmen Bille. Schützt das vor AIDS? 26 Mark. 26,65. Achte auf die Pfennige, die Markstücke achten auf sich selbst. Wo warst du? Nur was Geschäftliches. Morgen. So, wie versprochen gibt es heute die Aufsätze zurück. Die meisten von euch haben als Thema das Liebeslied von Wolfgang Borchert gewählt. Ja, Benita, vielleicht magst du das einmal vorlesen. Weil nun die Nacht kommt, bleibe ich bei dir. Was ich dir sein kann, gebe ich dir. Frage mich niemals, woher und wohin. Nimm meine Liebe, nimm mich ganz hin. Sei eine Nacht lang zärtlich zu mir. Sei eine Nacht nur, bleibe ich bei dir. Ja, sehr schön. Benita hat in ihrer Interpretation folgende Worte gefunden. Der Dichter beschreibt das Lebensgefühl einer verlorenen Generation, die nur noch an das Heute und nicht mehr an das Morgen glaubt und dennoch die Hoffnung auf einen zarten Keim der Liebe nicht verloren hat. Das ist sehr schön, Benita. Und eine glatte 1. Ganz anders, Moritz Schäfer. Für seine Interpretation reicht leider die deutsche Sprache nicht aus. Moritz verfällt ins Englische. Moritz, wenn du uns bitte mal kurz erklären könntest, was ein One-Night-Stand ist. Das nennt man heute so.
Man schläft eine Nacht mit der Frau und damit basta, genau wie er schreibt. Moritz, wir haben Borcherts Stück draußen vor der Tür nun wirklich ausgiebig behandelt. Und auch dieses Gedicht entstand während des Zweiten Weltkriegs. Glaubst du wirklich, dass du es mit dem oberflächlichen Jargon der heutigen Wegwerfgesellschaft interpretieren kannst? Sicher, wenn es zeitlos ist. Ich muss ja nicht persönlich den Zweiten Weltkrieg verloren haben, um ihn zu kapieren. Wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft. Da werden andere Kriege geführt. Wirtschaftskriege um Marktanteile und Rohstoffe. Da bleibt die Liebe oft auf der Strecke. Und für den modernen Manager ist es eben ein One-Night-Stand. Und für einen Kulturmenschen ist das eine glatte Fehlinterpretation und damit eine 5. Die Liebe ist ja wohl kein Wirtschaftskrieg, weder um Marktanteile noch um Rohstoffe. Es tut mir wirklich sehr leid, Moritz. Das sehe ich aber anders. Wer zum Beispiel keine Kohle hat und noch einen fetten Arsch dazu, der hat wenig Marktchancen und ist als Rohstoff nicht gefragt. Da werde ich 1 zu 1 Million. Ja, ich denke, wir beenden das jetzt besser hier. Monika, du schreibst in deinem Aufsatz, dass Borchert die Nacht vielleicht symbolisch gemeint haben könnte. Ich hatte noch nie eine 5 in Deutsch. Noch nie. Ja, das ist nicht so direkt sagen sollen. Nicht so direkt? Was erlaubt dieser Fettarsch sich eigentlich? Das hat sie gehört. Na und? Oh, das ist wirklich ein Ekelpaket. Genau. Dafür kriegt man normalerweise noch keine 5. Hamburg. Die hat mich total geschafft. Ich muss nur, du weißt schon. Wie eine Frau. Einen Moment warten würden. Aber sonst geht's dir danke, oder? Also. Was wollen Sie? Die Spritze. Bitte. So was Ähnliches habe ich mir doch gedacht. Aber Frau Schmalz, das geht doch nicht. Du machst da auch noch mit. Ich hab doch gesagt, pass auf. Sie war plötzlich hinter mir. Was wollte sie? Wahrscheinlich ihre Zeitung. Die wurde konfisziert. Aber du vergisst immer, dass du auch schon über 80 bist. Also ich finde zweimal Was ist denn los, Frau Engelhardt? Ich glaube, es geht um Drogen. Drogen? Ja, gehen Sie ruhig rein. Ja, ich bin wieder da. Ja, Mimmel, ich arbeite. In unserer Schule auch möglich sind. Das ist... Frau Schäfer, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich glaube, es ist ein Missverständnis. Eines Ihrer Kinder ist doch zuckerkrank, nicht? Ja? Ach du lieber Gott, etwa Moritz? Ja, was ist mit Moritz? Nun ja, Frau Schmalz hat ihm diese Spritze abgenommen in Unkenntnis der Tatsache, dass es sich um eine... Insulinspritze. Er hat aber auch keinen Ton gesagt. Wieso werde ich hier eigentlich nicht informiert? Sein Klassenlehrer ist informiert, sein Turnlehrer und sein Banknachbar. Das schien uns ausreichend. Muss er nicht alle Welt wissen. Also ich bin seine Deutschlehrerin, ja? Ich bin nicht alle Welt. Können Sie mich in so eine peinliche Situation bringen? Wieso denn ich? Haben Sie nicht gefragt, was er da spritzt? Natürlich, sicher habe ich das. Ja und, hat er es nicht gesagt? Nein. Ich war gezwungen, ihm im Deutschaufsatz eine 5 zu geben. Ich nehme an, er wollte mich wohl provozieren. Frau Schmalz, Diabetes ist eigentlich noch keine Provokation. Sie müssen wissen, dass das Temperament eines Zuckerkranken sehr wechselhaft sein kann. Wenn der Spiegel zu hoch ist, dann kann man sich nicht immer kontrollieren. Das ist eine chemische Reaktion im Körper. Und gerade nach so einer Aufregung kann das passieren. Naja, das wusste ich nicht. Ja, deswegen sage ich es Ihnen ja.
Moritz hatte noch nie eine 5 in Deutsch. Dann wollen wir hoffen, dass es nicht zur Gewohnheit wird. War das wirklich nötig? Entschuldigen Sie, Frau Schäfer, 5 ist 5. Ja, ich kann da bei Moritz keine Ausnahme machen. Das verlangt ja keiner. Nur eine objektive Beurteilung. Ja, dann lesen Sie sich das Machwerk mal durch. Machwerk klingt für mich nicht sehr objektiv. Bei allem Respekt für Ihre schwere Aufgabe. Meine Damen, wir haben hier keine Zensurenkonferenz. Frau Schäfer, geben Sie bitte diese Spritze Ihrem Sohn wieder. Das sollte doch wohl lieber Frau Schmalz machen. Schließlich haben Sie sie ihm ja auch weggenommen. Also die tut ja gerade so, als hätte ich die Verantwortung. Geben Sie ihm bitte diese Spritze wieder, Frau Schmalz, und haben Sie ein bisschen Verständnis für ihn. Wer sagt denn, dass ich das nicht habe? Moment. Haben Sie nicht irgendeine Tasche dafür? Immerhin, Akademiker 40, Großraum Hamburg. Mit Kunst und Körner, Diät. Die wird's vielleicht bringen. Guck mal hier, der Chefarzt hat auch Striche. Sucht was in Jeans und Abendkleid. Keine Konfektionsgröße angegeben. Pack's. Benita, hast du meine Zeitung gesehen? Ihre Zeitung? Ja. Die studiert den Heiratsmarkt und will mir was von reiner Liebe erzählen. Angebot und Nachfrage, Frau Schmalz. Du hättest es mir sagen können. Hier, steck das schnell wieder weg. Was ist das denn? Das ist doch eine Spritze. Ja, eine Einwegspritze. Können Sie wegwerfen. Herrschaften, da gibt es nun wirklich keinen Grund, hier irgendwelche Sensationen zu wittern. Unser armer Moritz hier ist Diabetiker, was mir leider keiner gesagt hat. Ich möchte mich bei dir in aller Form entschuldigen. Und auch ihr solltet Rücksicht darauf nehmen, dass ihr hier einen Mitschüler unter euch habt, der es mit seiner Krankheit sicherlich sehr viel schwerer hat als ihr. Diabetiker? Ein Zuckerkrank. Oh, ein Zuckerbaby. Ich möchte nach dem Unterricht mit dir sprechen. Worüber? Über Outing? Wissen Sie, was Outing ist? Ach, Sie können ja kein Englisch. Es hieß während des Zweiten Weltkriegs denunzieren. Schwule outen sich gerne gegenseitig. Sie outen eben gerne Diabetiker. Nach dem Unterricht. Hast du das gewusst? Das tut mir aber leid. Darf ich mal? Ach ja, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Fräulein Schmalz, haben Sie mit Moritz schon gesprochen? Nein, ich warte auf ihn. Er kommt sicher gleich. Ja, ja. Wiedersehen dann. Wiedersehen. Na, endlich quatschen Stunden. Hast du Moritz gesehen? Der ist schon lange mit seinem Fahrrad weg. Das überlassen wir doch anderen. Hallo, Herr Brenner. Kommen Sie wieder zurück zu uns? Nein, nein. Ich muss nur ein paar Unterlagen abholen. Ach, bleiben Sie doch. Wir würden uns freuen. Tschüss. Tschüss. Das ist ja eine Überraschung. Tag, Frau Schäfer. Den Täter treibt es an den Tatort zurück. Nun seien Sie mal nicht so bescheiden. Sie haben doch Ihr Allan bewegt. Sie fehlen uns, echt. Ach so. Vielen Dank. Und, wo sind Sie jetzt? Gesamtschule Priesterweg. Ist das schöner? Ach, wissen Sie, es sind private Gründe. Sagten Sie ja schon mal. Dann wünsche ich Ihnen was. Ach, Frau Schäfer. Grüßen Sie schön. Wen? Ihre Kinder, die bei mir Unterricht hatten. Ich hatte Englisch bei Ihnen. Ja, Alexander, stimmt. Und Jenny auch? Ja. Also grüße ich Jenny von Ihnen. Gerne. Naja, vielleicht sehen wir uns ja mal. Vielleicht. Was gibt's? Kartoffelpuffer. Na Moritz, was machen meine Mannesmann? Gerade gecheckt. Danke. Sie tendieren leichter. Und was heißt das bitte? Das heißt, der Kurs ist gefallen. Du verarmst, Oma. Ja, das werden wir ja sehen. Nun komm, Alexander, das Essen steht auf dem Tisch. Wer zuletzt lacht, nicht Moritz? Genau. Ich bin aufgehalten worden. Gerade mal von wem? Schweinchen Schmalz.
Dazu kommen wir gleich. Von Herrn Brenner. Du, Herrn Brenner? Das ist ja ein sehr sympathischer Kollege. Das ist schade, dass er weg ist. Und, was hat er gesagt? Ja, ich soll dich übrigens schön grüßen. Hat er schön grüßen gesagt? Ich nagel mich nicht fest. Vielleicht hat er auch nur grüßen oder herzlich grüßen gesagt. Das ist dasselbe. Das ist überhaupt nicht dasselbe. Na gut, das ist eben nicht dasselbe. Moritz, warum bist du nicht zu Fräulein Schmalz gegangen? Es ist wirklich unheimlich. Seit du an der Schule bist, wird dir nichts mehr diskret behandelt. Du hättest sie nicht versetzen sollen. Sie will mich ja auch nicht versetzen. Warum nicht? Er hat eine 5 in Deutsch. Den Aufsatz möchte ich übrigens mal lesen. Bei der Schmalz? Das Schweinchen Schmalz hat mich geoutet. Warum hast du sie auch nicht gesagt? Ich hatte es eben dem Urin. Insiderwissen ist nicht bei jedem gut aufgehoben. Das weiß man spätestens seit den großen Skandalen der Wall Street. Hast du dich beim Spritzen gesehen? Mhm. Morgen gehst du hin und schaffst das aus der Welt. Was aus der Welt schaffen? Die 5? Geht nicht. Geoutet ist geoutet. Du kannst doch keinen Kleinkrieg gegen deine Deutschlehrerin führen. Den verlierst du. Mama, ich führe nur Kriege, die ich gewinne. Du warst doch immer ganz gut in Deutsch, ne? Na, damit ist es jetzt vorbei. Oma, ich nehme auch noch einen. Oder 2. Schmeckt gut. Jenny, hast du nicht ein paar Liebesgedichte für mich? Mädchen lesen doch sowas. Meinst du jetzt Liebesgedichte oder Arztromane? Was willst du denn mit Liebesgedichten? Spekulieren? Ich muss mich in die Materie einarbeiten. Noch eine 5 kann ich mir nicht leisten. Bin sehr froh, dass du diese Schlussfolgerung ziehst. Jenny, du kannst ihm wirklich dabei helfen. Warum denn gerade ich? Ich weiß auch nicht mehr von Liebesgedichten. Na, Mädchen sind doch immer verliebt. Ich kenne massenhaft Liebesgedichte, zum Beispiel. Einmal rein, einmal raus. Fertig ist der kleine Klaus. Genau das meine ich, Alexander. Ihr seid doch wirklich alle bescheuert. Was hat die denn auf einmal? Keine Ahnung. Der Spruch ist das Wichtigste. Der Spruch muss sitzen. So wie der von den Augen der Liebe und dem schöpferischen Schauen des Herzens. Nur besser. Hier, kennst du das herrliche Gift der unbefriedigten Liebe? Es versenkt und erquickt, zehret am Mark und erneuert. Zu negativ. Hast du nicht was mit befriedigter Liebe? Kennst du die herrliche Wirkung der endlich befriedigten Liebe? Körper verbindet sie schön, wenn sie die Geister befreit. Schon besser. Das ist die wahre Liebe, die immer und immer sich gleich bleibt. Wenn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles versagt. Ach, wir wollen ihr doch nichts versagen. Außerdem ist er viel zu lang. Kostet mich der Spruch ja schon 300 Mark. Hier, lieben Fragezeichen, wir lachen und weinen. Das ist kurz und außerdem von Borchert. Ja, aber vielleicht merkt sie dann was. Nee, sie muss ja schließlich anbeißen. Jetzt der Text. Studienrat, Mitte 40. Sie kennt genug Studienräte. Chefarzt. Und Porsche-Fahrer. Es ist zu vordergründig. Du musst dich in ihn reindenken. So, beruflich habe ich alles erreicht und dabei das Leben vergessen. So ungefähr. Aber er muss gerne wandern. Und sportlich sein. Am besten Nichtraucher. Ach, Schweinchen Schmalz raucht doch. Na, aber hier hat sie Nichtraucher angekreuzt. Na gut, sucht Frau in Jeans und Abendkleid. Keine Jeans. Jeans verschrecken sie. Die stehen hier nicht. Sucht kultiviert romantische Partnerin. Für ein Leben zu zweit auf dem Olymp der Liebe. Der Mann ist Chefarzt und kein Studienrat. Ich meine, wie soll sie denn sein? Rubensfigur? Na, hier schreibt einer weiblich schlank. Das ist nicht so direkt. Ich schreibe das jetzt erstmal auf, sonst haben wir hinterher wieder alles vergessen. Aua. Liebe, Kultur und Sport. Moment, Moment. Zuneigung und Vertrauen. Du kannst nicht einfach eine Liste machen wie ein Wunschzettel. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Aufsatz ist typisch Moritz. Ich finde ihn noch originell. Jeder interpretiert ein Gedicht anders. Was gibt's da überhaupt richtig oder falsch? Sibylle, ich verstehe da nichts von. Ja, das ist ja einfach. Ja, was willst du machen? Für Deutschaufsätze gibt's keine technischen Gutachten. Wenn du mich fragst. Tu ich ja gerade. Lass Gras drüber wachsen, leg dich mit der Schmalz nicht an. Wegen einer 5 bleibt er noch nicht sitzen. Ihre Deutsch war immer sein Ausgleich. Für die Fächer, wo es wackelt. Warte den nächsten Aufsatz ab. Vielleicht ist der wieder 2, da muss ein Ausrutscher. Ja, er müsste ja zumindest mal zu ihr gehen, wenn sie mit ihm sprechen will. Wenn sie wirklich sprechen will, dann wird er das schon gelingen. Sie sieht ihn ja jeden Tag. Sibylle. Mach dich.
ständig Gedanken um Moritz. Er ist sehr selbstständig. Ich glaube, er kann von allen unseren Vieren am besten für sich sorgen. Ich wollte erwischen in der Oberstufe. Er hat da sowieso andere Lehrer. Und dann wolltest du jetzt erstmal sein Abitur und dann erstmal seinen Studienplatz und dann erstmal sein Examen und dann erstmal seinen Beruf. Das ist endlos, gute Mine. Ja. Ja, ich weiß. Ich kenne diese Deutschlehrerin nicht, aber bevor du dich mit ihr anlegst, schmier lieber ein bisschen Honig um den Bart. Das bringt meistens mehr. Du weißt, dass ich das nicht kann. Ich weiß, dass du das nicht willst. Oder so. Du kannst mir ja nicht erklären, warum ich dich immer noch liebe. Das ist mir ein völliges Rätsel. Mir nicht. So ein Schwafelblatt. Die haben sehr guten Wirtschaftsteil. Ich kann es mir nicht mehr leisten, den nicht zu lesen. Du mit deinen 3,5 Aktien. 3,5? Ich muss schon über Strohleute kaufen, um den Kurs zu pflegen. Dass du da unsere Oma mit reinziehst, macht die Sache auch nicht besser. Unsere Oma wird noch eine sehr reiche Frau auf ihre alten Tage. Da ist es. Lachen, Leidenschaft und Liebe. Sehr schön. Ach. Jetzt ist ein Jugendlicher mit 40er. Fiel mir im letzten Moment noch rein, aber Chefarzt ist er geblieben. Und nicht drauf, war sportlich. Klingt gut. Achtung! Guten Morgen! Scheiße! Was ist Scheiße? Guck dir mal an, was sie anhat. Neue Klamotten. Da hat schon Chefarzt angebissen. So. Oder auch nicht. Nur ein neuer Anbieter. Wenn ihr euch dann allmählich beruhigt habt, können wir ja vielleicht anfangen. Sie erhöht den Marktwert. Guten Morgen, Frau Schmalz. Guten Morgen. 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 Entschuldigen Sie, aber das ist der Platz von... Oh. Frau Kollegin, ja, man erkennt Sie ja kaum. Neue Schuhe, was? Charmant. Ganz alte Schule, Herr Dr. Rickensee. So ein bisschen zu schade für die Schule. Aber wenn es Ihnen gefällt, hat es sich doch schon gelohnt. So. Na ja. Also ich trage hier nie neue Anzüge. Erst nach 3 Jahren. Schon wegen dem Kreidestaub. Ja. Sehr nett. Gar nicht ihr Stil sonst. Vielleicht hat sie einen Berater gefunden. Was für einen Berater? Sie meinen da? Ach, bei der hat's geschnackelt. Ui. Ja, die Wege der Liebe sind unergründlich und führen in die kleinste Hütte. Kleinste Hütte? Doch wohl eher ein mittleres Hüttenwerk. Frau Zell, solche Sprüche erwartet man von mir. Ich vermisse ihre Solidarität als Frau. Ich hasse solidarische Frauen. Fräulein Schmalz, ja? Ob ich wohl mal einen ganz kurzen Blick in Ihre Kurslisten werfen darf? Oh ja, natürlich. Danke. Wo haben Sie denn das gekauft? Wie bitte? Was meinen Sie? Ihr neues Kleid. Sie sehen fantastisch aus. Oh, danke. Mir war danach. Ich habe es allerdings auch in Hamburg gekauft. Sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Damit erübrigt sich die Frage. Als Mutter von 4 Kindern, wissen Sie. Oh Gott, ich muss natürlich auch rechnen. Aber als Alleinstehende, ach, man muss sich auch hin und wieder mal was gönnen. Na ja, klar. Na ja, meine Kinder machen mir ja auch nicht nur Freude. Hm. Bei der Gelegenheit, haben Sie eigentlich mal mit Moritz gesprochen? Ah nein, ich finde, das ist auch gar nicht nötig. Das war doch alles nur ein kleines Gewitter, hat die Luft eher gereinigt. Soll man das jetzt alles noch mal aufbauschen? Nein, das finde ich auch. Hm? Vielen Dank. Oh, bitte, gern. Hm? Warte mal einen Moment auf mich. Wohin willst du denn? Komm gleich wieder.
Sag mal, das hätte ich dir wirklich nicht so getraut. Was? Das Verschmeiß dich deinetwegen neu einkleidet. Ich glaube, du überschätzt mich da ein bisschen. Was habe ich damit zu tun? Du weißt genau, was ich meine. Es ist immerhin 2 Wochen her. Trotzdem, es war ihr nicht egal. Mir aber. Von mir aus kann sie sich ein Zelt umbinden. Aber warum bist du immer so schroff? Ich bin ganz normal. Warum? Von mir aus können wir uns nachmittags mal sehen. Weißt du, ich habe eigentlich immer ziemlich viel zu tun. Naja, ist ja auch egal. Vergiss es. Verstehe ich nicht. Was? Das Angebot hätte ich aber angenommen. Du vielleicht. Denn von wem? Nicht. Na, du doch normalerweise auch. Der hat doch längst einen Freund. Wen denn? So wie die aussieht? Weißt du doch gar nicht. So, Frauen haben noch haufenweise Kerle an der Hand. Was soll ich da? Das würde ich erstmal überprüfen. Benita schleicht um mich rum, seit die Schmalz mich geoutet hat. Früher hat sie mich nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Die Mitleidstour habe ich nicht nötig. Wenn mich ein Mädchen wie Benita am Nachmittag sehen will, dann wäre es mir scheißegal, warum. Von der Bettkante schubsen kannst du ja immer noch, oder? Benita! Was willst du? Entschuldige, ich hatte hinten einen Blackout. Was ist mit morgen? Ja, diese Woche kann ich nicht mehr. Nächsten Montag? Nächsten Mittwoch. Okay, Mittwoch. Das war doch ein Fehler. Warte. Ja, Anton, ist ja gut. Nun sei mal ruhig. Na komm mit, gehen wir mal gucken. Ja? Paket für einen Moritz Schäfer. Ein Paket? Macht 2,50 Mark. Moment, ja. Moritz? Moritz ist schon seit Stunden im Badezimmer und ich kann nicht rein. Ah ja? Ein Paket für dich. Wie siehst du denn aus? Neuer Look. Gib her. Hat 2,50 gekostet plus Trinkgeld. Kriegst du wieder. Was schicken die dir denn? Ich hab was bestellt. Bei diesem Verlag? Unterlagen. Unterlagen? Unterlagen. Brauche ich. Aha. Moritz kann ich zugucken, wenn du es aufmachst. Nein. Ach bitte. Ich hab Nein gesagt. Alexander, komm. Geh mal mit Anton Gassi. Tschüss, mit nassen Haaren? Die sind fast trocken. Dann würde ich mir vielleicht Bermuda-Shorts anziehen, dann lohnt sich die Grippe wenigstens. Knochen trocken. Bis später. Er hat schon aufgemacht. Ja, natürlich hat er es aufgemacht. Können wir doch mal nachsehen. Du bist aber neugierig. Du etwa nicht? Doch. Aber ich finde, wir sollten warten, bis er es uns selbst zeigt. Seine Unterlagen. Er ist nicht versteckt oder so. Muss er das bei dir? Frust. Aha. Du wolltest es ansehen. Unsinn. Komm jetzt. Los, raus. Ich habe uns Tee gemacht. Früchtetee. Ist okay. Oh,
Der ist mit Zucker. Der schmeckt auch nur mit Zucker. Ich trinke ihn auch mit Zucker. Das geht? Ich meine... Ja, das geht. Warum denn nicht? Und seitdem du in der Klasse bist, haben wir uns irgendwie immer nur angefrustet. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich auch nicht, aber wenn man so ist, wie man ist, dann kann man nichts machen. Ich mag dich so, wie du bist. Du wohnst doch nicht alleine hier, oder? Nein, nein, mit meiner Mutter. Sie ist bei der Arbeit. Und dein Vater? Meine Eltern leben getrennt. Ich sehe ihn ganz selten. Ach so. Eigentlich schon seit 3 Jahren nicht. Meine Mutter möchte es auch nicht. Und du? Er lebt in Kanada. Da geht er vielleicht übers Wochenende. Magst du Musik hören? Es kommt drauf an, was. Hier, die habe ich mir geleistet. Obwohl ich eigentlich total pleite bin. Ist die denn so teuer? Nein, aber ich habe meinen Job verloren. Und eigentlich müsste ich sparen. Was denn für ein Job? Ich habe geputzt bei der Nachbarin und eingekauft. Aber die ist jetzt im Altersheim. Gefällt dir die Musik? Ich könnte dir Geld leihen. Nein, das will ich nicht. Und es würde auch nichts nützen, weil ich es dir wiedergeben müsste. Das kommt drauf an, wie viel. Ich mag dich nämlich auch sehr gern, Linita. Es gibt da ein Problem. Du hast einen anderen. Nein. Meine Mutter kommt gleich nach Hause. Ist es denn so ein Drachen? Sie fragt immer so viel. Gehen wir woanders hin? Okay. Hallo Pascal. Hat's geklappt? Ja, wir müssen darüber sprechen. Wir wollten gerade ein Eis essen gehen. Kommst du mit? Ja. Kommst du nicht mit? Doch, doch. Fahrt schon mal vor, ich nehme das Fahrrad. Das passt doch in den Kofferraum. Ja, aber ich muss nachher noch woanders hin. Na gut. Von der Messe. Und wer bist du? Moritz Schäfer. Ach so, klar, ist bekannt. Soll ich Ihnen Vater noch Bescheid sagen? Nee, ist nicht nötig, danke. Bitte schön. Wie geht's? Wie laufen die Geschäfte? Vorsicht, dass meine Spritze drin. Ach, immer noch zuckerkrank, ja? Ja, das bleibt mir leider erhalten. Ja, besser das als blöd. Gegen Blödheit hilft keine Spritze, sonst wäre ich ja hier nicht Küchenbulle. Ne? Herr Wutzki, ich halte Sie für alles andere als blöd. So, so. Na, na. Sag mal raus mit der Sprache. Was brauchst du? Ich brauche 10 Chefärzte. Hä? 10 Chefärzte. Wir sind hier eine ganz stinknormale Küche. Wir backen keine Chefärzte. Müssen ja keine echten sein. So Leute mit einem weißen Kittel, Stethoskop um den Hals und so einem runden Spiegel an der Stirn. Hier gibt's dann eine Sanitätsabteilung. Moritz, was zum Teufel hast du jetzt wieder vor? Sagen wir, es ist eine Wette. Kommst du nicht zum Essen? Nein, ich habe noch zu tun. Hast du keinen Hunger? Ich habe heute Nachmittag so viel Eis gegessen.
Was ist denn das? Post. Siehst du doch. Willst du nicht doch noch runterkommen? Nein. Na dann nicht. Moritz hat noch zu tun. Er hat gesagt, er hat heute Nachmittag so viel Eis gegessen. Mhm. Felix ist auch nicht da, brauche ich demnächst gar nicht mehr zu decken. Ich? Hm. Dann räume ich jetzt ab. Zieh mal deinen Schlafanzug an, putze die Zähne. Ich will aber lieber noch aufbleiben. Noch 5 Minuten, Alex, aber im Schlafanzug mit geputzten Zähnen. Los. Oh ja! Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Da muss ich das vorher überlegen. Ich glaube, Moritz hat eine Kontaktanzeige aufgegeben. Was? Ist das nicht ein bisschen früh? Ach so. Wie kommst du da drauf? Er sitzt da oben zwischen 1000 Briefen mit Fotos. Da muss er sie ja gut formuliert haben. Also ich finde das irgendwie unnormal. Ich meine für ihn. Da meinte ich, soll mal raufgehen. Ja, und dann? Vielleicht ist ja auch was für mich dabei. Papi, du bist unmöglich. Ja. Ich gehe schon. Ich finde das auch nicht normal. Moritz dreht die dollsten Dinger, da hat er wohl noch andere Möglichkeiten, ein Mädchen aufzureißen. Es geht ja wohl nicht nur ums Aufreißen. Aber so fängt nun mal alles an. Ich habe dich schließlich auch aufgerissen. Ach ja? Du hast mich aufgerissen? Na klar. Und dann hast du Vollzeug gesetzt und bist mir in die Arme gesiegelt. Ich kann mich nur erinnern, dass du mir erstmal Vollzeug davon gesegelt bist, Captain Hook. So war es nicht. Ein rein taktisches Manöver, damit sich die Leinen nicht verheddern. Und war das für dich? Nee, für Moritz. Eine Benita. Na also, dann brauchst du doch keine Kontaktanzeigen. Vielleicht war das schon eine von denen. Ach, ich glaube, du hast dich da geirrt. Na gut, wenn das für euch bequemer ist, dann habe ich mich eben geirrt. Nein, mir ist da noch was eingefallen. Das musste ich noch erledigen. Ja, ich war dann später auch noch da, aber da wart ihr schon wieder weg. Ja, okay. Ich auch. Bis morgen. Lieber Borchardt, Freund. Eine romantisch zärtliche Jungfrau. Was? Die ist noch Jungfrau? Jakob, sie meint Sternzeichen. Ach so, also abergläubisch. Achtung! Was denn? Ich dachte schon, sie kommt zu uns. Warum sollte sie? Eben, warum sollte sie? Sag mal, jetzt muss unser jugendlicher Chefarzt aber antworten. Ja, und die Antwort hat er schon entworfen. Liebe Borchardt, verehren. Leise. Das ist gut. Von den Menschen kenne ich die Bauchspeicheldrüse besser als die Seele. Was dir so alles einfällt. Tja, ich bin eben Chefarzt. Das kannst du doch so abschicken. Eben nicht. Sie kennt ja meine Schrift. Das stimmt. Aber ich weiß schon, wie ich es mache. Das ist aber ein altes Foto. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Da steht sie doch drauf. Stan? Wen suchst du denn? Nein. Niemanden. Muss ich dir eigentlich immer jeden Scheißdreck erklären? Entschuldige. Hast du Moritz gesehen? Irgendwas noch neben mir. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich glaube, er muss irgendwas erledigen. Wahrscheinlich muss er seine Kondomautomaten nachfüllen. Das macht der Hausmeister. Und wenn schon, dann macht er wenigstens was Nützliches. Diese Schmus soll ich schreiben. Das ist kein Schmus, das ist Romantik. Das kann doch so bleiben. Ich brauche eine markante Handschrift. So wie deine. Wer ist überhaupt dieser jugendliche Chefarzt? Ein Freund von mir. Wieso schreibt er das nicht selbst? Komm, Luigi, er hat sich den rechten Arm gebrochen. Wenn du 10 Jahre älter wärst,
Ich würde sagen, du bist unter die Arbeitsschwindler gegangen. Glaub mir, Luigi, das Geschäft ist sauber. Liebe Beuchert Freundin. Beuchert Freundin. Ich meine, wenn sie die Freundin von diesem Beuchert ist, was hat ein Schäferst noch zu melden? Oh nein. Wolfgang? Nein, Moritz. Moritz? Ja? Hast du mal einen Moment Zeit für mich? Moment schon. Ja, dann komm mal eben. Ich habe aber nur 5 Minuten, ich muss gleich weg. Sag mal, warum gibst du denn eine Kontaktanzeige auf? In dem Haus hier bleibt wohl nichts mehr verborgen. Nein, das weißt du doch. Haben dir die Briefe gefallen? Du glaubst doch nicht, dass ich deine Post lese. Nein, eigentlich nicht. Hast du denn jemanden gefunden? Ja. Triffst du dich mit ihr? Ja, jetzt gleich. So. Warum? Naja, ich denke mir, dass Menschen, die sich über Kontaktanzeigen suchen, sehr einsam sein müssen. Und dass du dazugehörst, das tut mir weh. Mama, das machen viele. Du, in meiner Generation vielleicht, wenn die Seele ramponiert ist und man noch Hoffnung hat. Oder nicht in deinem Alter. Das ist doch nur ein Spiel. Ich weiß nicht. Ob das für das Mädchen, mit dem du dich da triffst, auch ein Spiel ist? Das Mädchen in deinem Alter überhaupt sowas machen? Sie ist ein bisschen älter. So? Wie alt? Mehr so dein Alter. Du kennst sie auch. Schweinchen Schmalz. Du triffst dich mit Schweinchen Schmalz über eine Kontaktanzeige? Ja, sie denkt, ich wäre Chefarzt. Jugendlich, Nichtraucher, sportlich. Und vor allem steht da auf Liebesgedichte von Borchert. Moritz, das ist nicht dein Ernst. Doch, wir treffen uns jetzt im Ratskeller. So kann ich ja endlich mal beweisen, dass sie sich geirrt hat und dass ich doch ein Kulturmensch bin. Hör mal, wenn du dich nicht für den Rest deiner Schulzeit unglücklich machen willst, dann gehst du da nicht hin. Warum nicht? Ja, das muss ich dir doch nicht erklären. Du hast deinen Triumph gehabt, sie ist drauf reingefallen. Also bitte genieße es im Stillen. Das ist nicht meine Art. Dann wirst du eben jetzt mal über deinen Schatten springen. Würde ich gerne, schon allein dir zuliebe, Mama, aber es geht nicht. So, so. Mir zuliebe, aber es geht nicht. Leider nicht. Du kennst doch Herrn Wutzki. Aus Papas Stützpunkt. Der hatte auch seine Aktien drin. Du willst doch nicht etwa Frau Schmalz mit dem Obermatt Wutzki verkuppeln. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das wäre doch eine Traumehe. Hör mal zu, das ist eine gestandene Studienrätin. Und dieser Wutzki, das ist doch... Na, wo die Liebe hinfällt. Scheiße, Mama, du hast mich auf eine gute Idee gebracht, aber leider zu spät. Die Schmalz erwartet nämlich keinen Obermann, sondern einen Chefarzt mit roten Nelken. Du gehst da nicht hin. Ich habe Wutzki gesagt, es geht um eine Wette. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Und die Schmalz wartet im Ratskeller? Das will ich doch hoffen. Na gut, dann gehen wir zusammen. Das geht nicht. Du machst dir ihre ganzen Hoffnungen kaputt. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Nichts hast du verstanden. Gar nichts. Zur Stelle. 2 mussten leider operieren. Danke, Wutzki. Hätte ich ja im Leben nicht geglaubt, dass das klappen würde. Sie unterschätzen die Marine, Frau Kapitän. Und das Organisationstalent meines Sohnes. Moritz, du hast die Wette gewonnen.
Wie? Was? Das war alles? Ja, das war leider alles. Sie können dann wieder fahren. Danke. Übrigens, meinem Mann werde ich nichts davon sagen. Keine Angst, wir können auch dicht halten, gnädige Frau. Komm. Schifffahrtsaktion abgebrochen. Aufsitzen. Ich hätte so gern ihr Gesicht gesehen. Du, das könnte ich dir abnehmen. Ich kann ja mal runtergehen. Ist jetzt aber ungerecht. Einfach mal so vorbeigekommen. Mir einen Strich durch die Rechnung machen und selber absahen. Moritz, auch wenn du deinen Privatkrieg mit ihr führst, vielleicht zu Recht. Die Frau ist auch nur ein Mensch. Ach nee. Du wartest hier auf mich, ja? Bitte! Frau Schmalz, was für ein Zufall. Oder waren Sie auch einkaufen? Frau Schäfer, nein, ich gehe hier nicht einkaufen, das wissen Sie doch. Ja, das stimmt. Sie fahren ja gern nach Hamburg. Ja, ja, nicht nur deshalb. Ach, wenn Sie es mir nicht übel nehmen, Frau Schäfer, ich habe eigentlich eine Verabredung hier. Also nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen, aber es wäre mir schon ein bisschen unangenehm, wenn Sie hier... Soll ich lieber gehen? Ja, so war das jetzt nicht gemeint, aber es ist schon was sehr Privates. Ja, ja, das verstehe ich natürlich. Ja. Ja. Ja, dann entschuldigen Sie. Ja. Ich wollte auch eigentlich nur einen Wein trinken. Ja, vielleicht ein andermal, dann gerne. Ja, ja. Danke. Ja, was nehme ich denn? Espresso, wenn Sie haben? Ja, ja. Gern. Hi Moritz, was machst du denn hier? Finger verbrannt? Nein, nur verstaucht. Bin hingefallen. Warum gehst du mir aus dem Weg? Tue ich das? Zum Café bist du nicht gekommen wegen Pascal, stimmt's? Ich wollte dich nicht stören. Oh, du bist ein Idiot. Pascal hat mir einen Job verschafft, als Putze. In seinem Hotel. Das ist alles. Deswegen kannst du auch mit uns Eis essen. Ach so. Wir können es ja nachholen. Zum Beispiel? Zum Beispiel jetzt? Meinetwegen, ich hab Zeit. Pascal auch wieder? Wenn du drauf bestehst. Nicht unbedingt. Darf ich, Frau Schäfer? Ja, natürlich. Man hat sie doch nicht etwa versetzt? Ach, Mann, ist gut. Aber das haben Sie sich schon gleich gedacht, was? Nein, ich weiß ja gar nichts. Sie erzählen sowas ja nicht weiter, nicht? Also, was sich da so an angeblichen Chefärzten rumtreibt, also das ist entweder grauenvoll oder es kommt gar nicht erst zur Verabredung. Chefärzte? Eigentlich suche ich nur einen. Der muss auch eigentlich nicht unbedingt Chefarzt sein. Ich versuche es mit Heiratsanzeigen. Ich meine, ganz, ganz seriös natürlich. Das will einfach nicht klappen. We belong together, together every day. We belong together, together night.